Hey Leute, das ist eine Hip-Hop-Veranstaltung, wenn das schon mal klar wäre. Dies ist eine Geschichte des besten Rappers der Welt, das King of Rap. Und genau hier wohnt er, in Nizza am Strand. Nein, doch nicht in der Villa. Da, in dem kleinen weißen Zelt. Er ist nämlich auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Er trinkt Tee und verdient mit Straßenmusik sein Geld. Das Kings Beruf, offizieller Friedensbotschafter. Zur selben Zeit ist Tony SK mit seiner Frau Alice in London. Tony ist Musikproduzent und einer von Skinks Brüdern. Er will ein neues Musikprojekt starten, aber ihm fehlt noch die entscheidende Idee. Meld dich doch einfach mal bei Steve. Der hat doch immer eine gute Idee, oder? Ich werde ihm anrufen. Sind wir hier? Ich muss eh den alten Boss mal wiedersehen. Ist gut. Skiing hat uns eine Weihnachtskarte aus Nizza geschickt. Das war das letzte Mal, als wir von ihm gehört haben. Wahrscheinlich treibt er sich immer noch darum. Der rechte Socken, der rechte Schuh, der rechte Fuß und der Tag wird gut. Jackson! Lala! Wo ist denn der Junge? Hey, guten Morgen! Frisch geduscht? Ja, ne, Gesicht gewaschen einmal. Okay, alles klar. Push für Nizza? Ja, jetzt? Ist lange schon. Okay. Dann los geht's, Hip Hop! And it's only a few years ago that he came to start to work with me. Yeah. And I'd always had this dream, my vision, I guess, that one day I could just hand it off and he'd take it on. Richard, congratulations. Yes, thank you. It's a pleasure to work with you. Me also. So now I'm the new boss. Thank you, Daddy, by the way. You're more than welcome, son. What kind of project do you plan exactly? Schon mal lieber! Dann legen wir mal das neue Instrumental von Felix auf. Bonjour, Monsieur! Ja, bonjour! Check! No problem. Das war das! Merci! Getting on, au revoir! Au revoir, Monsieur! What's about Alice? She works behind the desk right now, yeah? Behind the desk? She's a good singer. I saw her in a security camera in our hotel in the elevator, singing. I would suggest you that she's in the ensemble. You're very serious. Sure. 100%. Richard! Hallo Alice, schön dich zu sehen. Na? Lange nicht gesehen. Ja, danke jetzt für die Einladung. Ja, noch Einladung. Wie geht's dir? Gut. Du wunderst dich, warum ich dich herbestellt habe. Tatsächlich? Ich habe deine Ausstellung gesehen. Und ich muss sagen, top. Ist das der Grund, weshalb wir uns jetzt persönlich treffen? Unter anderem. Aber natürlich gibt es noch etwas weitaus Wichtiges zu besprechen als die Mandala-Ausstellung. Ja? Ich zeig dir mal was. Okay. Was hältst du davon? I'll see you there with your hands in the air.
Well, the canvas is bare and there's no more despair. In your third eye will stare. Nothing can compare this. Not one care. No, I will see you there. Doors opening. Du im Fahrstuhl unseres prächtigen Hotels. Oh, mach das bitte aus. Eine Sängerin singt in unserem Fahrstuhl. Das ist mir total unangenehm, Richard. Sowas wie du gehört auf die Bühne. Was habt ihr da denn ausgeheckt bei eurem Treffen gestern? Du gehörst auf die Bühne. Ich soll auf die Bühne? Du gehörst auf die Bühne. Die Welt muss dich sehen. Das habt ihr über meinen Kopf hinweg entschieden. Und wer hat Sking gefragt? Sking? Ja, das wird deine Aufgabe sein. Du schickst mich nach Nizza? Ja. Okay. Fragen wir mal Sking. Okay, abgemacht. Hey. Ich hab mein Leben lang gelernt, nie gelernt zu leben. Theoretisch können wir alles, doch die Praxis spricht dagegen. Jede Zeile, die wir lesen, ist so weit entfernt vom Ausprobieren. Lass uns nicht weiter überlegen, sondern rausmarschieren. Lass uns bewegen, was sich irgendwie bewegen lässt. Und lass uns machen, was wir wollten, denn wir leben jetzt. Es gibt keinen Punkt, an dem sich irgendwas verändern wird, wenn wir nicht dafür sorgen, dass sich irgendwas verändern wird. Denn letzten Endes gibt es nichts, was uns noch halten kann. Nur die Gedanken, denn zu oft fängt man zu zweifeln an. Wir sind gefangen in diesem Stammbild und wir stehen vor lauter Dingen, die der Verstand nicht versteht. Handgebügelt, Oberfläche steril. Nur noch Smartphones und kein weißes Papier. Wir machen Selfies und wir lachen vom Spiegel. Ich hab mein Leben lang gelernt, nie gelernt zu leben. Das System und diese Regeln, plus die Ziele, die uns prägen. Immer mit und nie dagegen, lieber schwimm mit dem Strom. 8,50 € für eine Stunde ist zumindest der Lohn. Frühstück, oder was? Ja, ich sehe. Oh. Was haben wir heute? Oh, schon wieder Baguette. Baguette und Tee, Baguette. Boah, liegt mal Tee dabei, oder was? Wie Tee, Tee, wie Tee? Tee! Es geht! Ja, ein Wurst. Tee, Tee, ja. Ah, geil. Oh, oui, oui, merci, merci. Nicht nur ja. Wasser, sondern auch mal richtigen Tee. Voll geil. Merci, Ey, es ging. Der neue Song, Mann. Ohne Scheiß. Das ist richtig krass geworden. Wir sollten ein Album aufnehmen. Es wird Zeit. Weil... Ich weiß, ey, Miete kann ich auch nicht mehr zahlen, ne? Ist in letzter Zeit richtig scheiße. Und ich kann, wir sind immer nur auf der Straße und da kommt nichts bei rum. Und der Song aber, der ist heftig. Ich finde, es wird langsam Zeit, dass wir einheizen und was reißen. Kelly ist tot, Grace Kelly, in der Kurve lauert der Tod, Grace Kelly! Tony, mein alter Bruder. Weißt du warum?
Nee. Er hat gesagt, ich soll mit auf die Bühne. Du? Ja. Ja! Ja? Alice, ey! Oh Gott. Da müssen wir einen Tee trinken. Weißt du, wer die Idee hatte? Tee? Nein, nein. Steve. Steve? Richard hat die Idee. Richard? Ja, Richard hat die Idee. Ja, wieso Richard jetzt? Weil Steve jetzt nicht mehr im Business ist. Hä? Der ist zu alt. Tee? Erstmal Tee. Erstmal Tee. Erstmal Tee, okay. Erstmal Tee. Bonjour, oh, bonjour. Monsieur. Oh, oui. Madame. Oh, 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 sauer, oui, sauer. Und Toni hatte eine Idee. Du weißt ja, wenn Toni eine Idee hat, dann muss immer alles direkt in die Wege geleitet werden. Da ist keine Nadel drauf. Hä? Da ist keine Nadel drauf. Weißt du was, wir fahren in die Stadt und holen eine neue Nadel. Okay? Jackson, wann war ich das letzte Mal in Nizza? Ich weiß es selber nicht. Also, wie habt ihr euch hier eingelebt? Mehr oder weniger gut. Ich kann gerade die Miete zahlen. Straßenmusik. Stimmt, du hast eine Wohnung, ne? Ja, ich habe eine Wohnung seit ein paar Monaten. Das freut mich. Da reicht die Miete gerade so, aber ja, du weißt ja selber, wie es mit der Straßenmusik ist. Mehr oder weniger. Von Skiing hast du ja schon ein bisschen was gehört. Aber, ja. Und? Ich hätte auf jeden Fall Bock, mal wieder musikalisch oder projektmäßig irgendwie was anderes zu machen, als immer nur auf der Straße aufzuhängen. Echt? Und Baguette zu essen. Wir möchten ein neues Musikprojekt starten. Wir haben sofort an euch gedacht. Gerne, super. Hätte ich richtig Bock. Ja? Skiing? London? Auf jeden, Alter. Jetzt? Ja, los. Dann ja, los, Alter. Garten am Stadtrand, am Sonntag dann Golf mit den Nachbarn. Die Kinderelite hängt im Internat und sie träumt davon, dass sie bald Macht hat. City of London and Wall Street, mehr Geld in der Hand als ein Goldschmied. Der Vatikan macht mehr Paare als Pablo und ist dem Mafiosi ein Vorbild. 15:30 wird Fechten geübt, 16:30 wird Tennis gespielt. Danach gibt es Tee auf zu teurem Servi. Just don't give a fuck, wie der Sam in dem Lied. Bon Appetit, ist der Hummer okay? Wie ist der Shampoo, wie ist das Steak? Es gibt Yachten und Villen und Smalltalk und dein Chauffeur mit Rolls Royce. Gib mir 100.000 Euro. Check, ich lass sie verbrennen. Es ist nicht das, wonach es aussieht und nicht das, was du denkst. Ich will nur Asche machen. Komm, lass uns Asche machen. Denn aus der Kohle lässt sich doch am besten Asche machen. Ich bin der Friedensbotschafter von dieser Welt. Hört auf mich, denn ich bringe den Frieden. Was ist denn hier los in London? Dieser Mietspiegel steigt ins Immense hinauf. Keiner kann sich mehr eine Wohnung leisten. Die Leute leben alle hier einfach auf dem Rasen. Im Park. Und wer ist dafür verantwortlich? Es sind doch die und sie wollen uns in einen Krieg treiben mit. Ich kann es einfach nicht glauben. Wir brauchen wieder Freiheit. Wir brauchen wieder mehr Spiritualität. Und diese ganzen Drogen machen doch die ganze Jugend kaputt. Marihuana, Peace, Kokain, Ecstasy. Zigaretten, alles, alles, alles zusammen. Es reicht! Es muss ein Punkt gemacht werden! Ich bin's gegen der Friedensbotschafter! Dafür stehe ich mit meinem ganzen Körper hier! Oh. Oh, das war ja was. Ja, ich wusste gar nicht, dass du so spontan reden kannst. Schade, dass das gerade keiner gesehen hat. Keiner gesehen? Ihr habt's doch alle gesehen, oder? Ja. Komm, wir gehen. Hey, Tony, Bruder. Sir Hamilton. Ja,
Ja, ich freue mich, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Ja, danke für die Einladung, Richard. Und zu unserem wundervollen Anwesen der Familie Hamilton gekommen seid, im Shire vor den Toren Londons. Seit 1766 im Familienbesitz. Ich hoffe, es gefällt euch hier. Tee? Bedien dich. Wie war's in Nizza? Also ich habe Skin aus Nizza eingeflogen, wie ja schon mit dir vereinbart war. Die nächsten Schritte werden sein, dass ihr nach Deutschland fliegt. Tee leer? Und zwar zu Felix und dort am Studioalbum weiter aufnimmt und Videos produziert und so weiter, dass das Business vorankommt. Okay. Ich habe da mit Till einen Termin für Studio. Ich denke mal, wir können im Studio aufnehmen. Tee leer? Tee haben wir natürlich noch reichlich da. Wir lassen es uns aber bringen. Ja. Wenn es leer ist, ist es leer. Zurück in Deutschland machen sich Tony und Alice gleich an die Arbeit. Im SK Production Büro wird nach potenziellen Mitgliedern für ein Bühnenensemble recherchiert. Just a couple of thoughts. In business, I think it's your vision. You've got this dream about what you want to do. A lot of people will tell you you can't do it. But as long as you believe it, you can get others to believe it. So stick to the vision. If it's an ensemble, you've got a lot of people around. But make sure you keep it fresh. You want new people coming in, new blood, new ideas, and a lot of competition. Mm. Competition amongst those young people will give you the energy you need. Yeah? Listen to Richard. He knows what he's saying about talent. So when he says, put Alice at the front, let Alice sing. She's got talent. And the only other thing I'd say is keep everybody well away from drugs. Because drugs and young people don't go well together. That's going to kill your project. Die neue Modekollektion für die Fans ist schon entworfen. Währenddessen flaniert Skin so durch die Gegend und erforscht die Umgebung. Er findet so dies und das von damals und erinnert sich zurück an sein erstes Album, 27. Oh, ein Bananenbaum. Ich bin weg. Toni, ich habe was für dich vorbereitet. Eine Liste mit den potenziellen Ensemblemitgliedern. Ja, dann ruf ich doch gleich mal an. Felix. Drum, mein Freund ist Präsident von dem schönsten Land dieser Welt. Das ist die Fernseh-SK. Alles ging. Hallo. Der Toni hat mich angerufen. Oh, der Toni. Der meint, es wäre eine gute Idee, wenn wir ein Feature machen. Oh, Feature. Warte, kurz. Und Weltschutz. Die Seite ist gerissen. Umweltschutz, Amerika, Russland hat eigene Gärten. Ja, Toni, du, das funktioniert nicht mit dem Skin. Was stimmt da nicht? Also, der singt irgendein Zeug von Trump und ich verstehe gar nicht, was der macht. Und ach, der hat einen Ghostwriter. Ah, okay. Felix. Ja, dann würde ich mich bei Felix noch melden, glaube ich. Ja, genau. Alles klar. Danke. Tschüss. Gitarre kaputt. Alles kaputt.
Mops. Otto Mops. Otto Mops. Hi, SK, Toni. Toni SK. Toni SK, persönlich. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Mops, und Sie sind? Ich bin Student an der Varieté-Schule Dimitri. Ich bin noch im Studium, aber meine Lehrer haben gesagt, das sieht schon ganz gut aus. Gut, und ich dachte, ich bewerbe mich jetzt einfach mal. Okay. Ja, sehr guter Schritt, Ja, ja dann bitte. Hier? Ja, hier ist gut, einfach mal. Okay, also meine Nummer heißt der gläserne Vorhang. Entschuldigung, Herr Mops, aber ich sehe da noch nichts. Was sehe ich denn hier? Skingscom. Oh. Boah, das ist alt. Erste Album? Ja, was macht denn der Skong? Ein Comic. Ah, Skong ist jetzt mit seinem Studium fertig, hat geheiratet. Mhm. Einen Sohn gekriegt. Dankeschön. Bitte. Und wie läuft's bei dir im Architekturstudium? Über die Straße weggepackt von hinten der Wahnsinn. Kopf am Boden, Arm am Rücken, die Zwangsacke, weil ich verrückt bin. Zeig ins Auto, sperren sie mich ein. Moni, warum wärst du da schwein? Ich bin nicht wieder in Weiß. Hier ist niemand, ich bin allein. Ich bin nämlich viel zu bekloppt. 24 Minuten Hip-Hop, ich muss handeln. Mach Randale, Baller mit Gewalt. Im Verhör stellen sie mir Fragen. Alles, was ich sag, ist falsch. Ich pass niemals in ihr Muster, Mann. Der Doktor weiß Bescheid. Ich bin gefangen in der Zelle und das macht mich voll ab. Irgendwann verteile ich Schelle. Es ist Tag. Mal diese Werte und das Essen, davon werd ich nichts haben. Scheiße, ich will da nicht. Lass mich runter, Hilfe, Scheiße. Lass mich runter. Oh, Tony, ey. Das ist ja krass, Alter.
Scheiße, Scheiße! Das ist Scheiße! Was machen wir bei so einem Fall? Ich gehe zur Polizei, ich zeig dich an, du kommst in den Knast! Hilfe, meine Brille ist auch weg! Du willst ein Autogramm haben? Ja klar, ich gebe immer gerne Autogramme, so viel ich wollte. Ich hatte es noch gar nicht erzählt, aber ich bin leider unter Analphabetismus und Demokratie. Tja, das wär's dann auch. Der Nächste bitte. Oh, hey. Hi. Moin. Du hast was gesehen? Ja, ich habe euch gesehen. Osnabrück. Ja, freut mich. Ja, total eine coole Band. Im Moment haben wir Sommerpause. Super, ja, komm, ich hab dir was vorbereitet, eine Demo. Dann können wir direkt mal gucken. Plötzlich warst du da, unerwartet, ich sah dich an. Ich saß in der ersten Reihe beim Theaterstück und nahm die ganzen anderen gar nicht wahr. Ich hab keinen Plan, alles ging so schnell. Kann sie zaubern, so wie Tinkerbell? Oder warum wird mein Leben innerhalb von ein paar Szenen so verdrehten auf den Kopf gestellt? Dein Blick und der meine verweilen und ich mag jedes kleine Detail, die Tränen. King! Oh. Ja, das war doch was. Ja? Sehr gut. Danke. Ja, hey. Hi. Ah, moin. Ich bin Bob. Bob, hi. Ja, komm rein. Ich bin der kleine Bruder von Mitch. Ich hab gehört, hier geht's. Ah. Das ist die Krone von Skin. Yeah. Oh, oh, oh. Stehen bleiben! Oh, schon wieder hier alles voll gespäht. Ich krieg die Krise. Erst schmeißt er den kleinen Jungen da in See und jetzt alles voll gespült. Aber ich pack mir den da von Escape Production. Den werde ich mir noch holen. Alles klar, Bob. Danke. Ja, Bob. Ja, das läuft ja wohl. Hey, läuft! Yes! Apropos laufen. Ja. Wollte ich nochmal sagen, habe ich am Anfang gesagt. Ich brauche fünf Riesen. Fünf Riesen. Also fünf Scheine morgen. Ah, Karl, hey, moin, alles klar. Ja, cool. Ich bin noch sofort bei dir. Setz dich noch kurz hier, Bob, Karl. Hey, Karl. Karl? Konkurrenz oder was? Ja, ja. Da setzt sich mein Digga. Alles klar, um mal. Kondition. Ja, du bist doch bei der GEMA, oder nicht? GEMA? Wie wird denn GEMA geschrieben, mein Freund? Ich weiß noch nicht mal, wie man das buchstabiert. Ist auch egal. Ich würde sagen, ja, fünf Scheine. Ja, wir gehen ein bisschen auf Tour. Was meinst du? Wir beiden, ich irgendwie als Star in der zweiten Reihe und wir werden die Bretter der Welt erobern und ja, mein Bruder Mitch wird ganz schön stolz auf mich sein. Was hältst du denn davon? Ja, hört sich jetzt gut an. Hört sich gut an? Hört sich wirklich gut an? Bist du sicher? Jetzt super an. Wirklich? Ja. Okay, okay. Ja, also 365 Tage, dann sagen wir so 50 Ocken dann am Tag, 365 Tage, jetzt komme ich ein bisschen durcheinander, ist auch egal. Prima. Ja, Bob, hat mich gefreut. Ja, 50. 50, Profi. Vielen Dank. Ja, das Problem ist, wir haben immer noch keinen DJ, also der DJ ist immer noch nicht aufgetaucht wieder, der ist immer noch in London und keiner weiß, wo er ist. Okay. Ich habe gehört, du bist auch auf Partys unterwegs und irgendwie Studenten feiern, machst du da und bringst gute Stimmung rein. Ja, ja.
Ja, vielleicht hast du ja mal Lust, ein paar Auftritte mit King irgendwie zu machen als DJ. Also wenn ich ehrlich bin, ich habe im Moment echt viel zu chillen. Aber ich meine, im Grunde mache ich den ganzen Tag sowieso nichts anderes außer Musik. Deswegen bin ich da, denke ich mal, auf jeden Fall am Start. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Hey, nicht so laut bellen, du Kleiner! Kann doch wohl nicht wahr sein, hey! Immer diese Hunde überall! Das regt mich da auf! Sowas. Was sehe ich? Eine Satellitenschüssel. Hätte gerade einmal Verbindung aufgenommen zu den Herr Außerirden, bitte. Botschaft. Ich fange an zu stottern. Ich verstehe nicht. Wir sehen deutlich, aber der reden. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Das ist die Krone. Guten Tag. Oh, Schubert, mein Name. Polizeirevier Dresden-Ost. Polizei Hauptkommissar. Vom Hauptkommissariat Dresden-Ost. Gegen Sie liegt eine Anzeige vor. Anzeige? Ja, Sie haben einen kleinen Jungen in die Elbe geschmissen. Äußern Sie sich dazu. Das ist von nichts. Sie wissen, was Zeugen gegen Sie vorliegen? Wir haben auch Zeugenaussagen. Und das lassen wir uns nicht mehr bieten hier. Doch Sie ständig Probleme bereiten hier. Da rufe ich die Staatssicherheit und dann werden Sie mal sehen, was Sie davon haben. Da wird der ganze Laden hier ausgerottet. Da machen wir alles platt hier. Was ist los? Hallo, junge Dame. Sind Sie nicht? Herr Kommissar? Und die Frau? Sind Sie nicht die Schwester von dem Ricardo, den ich damals zur Schule gegangen bin? Ja, sicher das. Mit dem bin ich damals doch zur Schule gegangen. FDJ Spielenacher, 1982. Erkannt. Ja, schön. Name. Ja, ich bin mit ihrem Brüder doch damals ins FDJ Spielenacher gegangen. Setzen wir uns. Ja. Setzen wir uns. Dann setzen wir uns. Ja, er ist die Dame. Ja, sag doch mal den Ricardo. Was macht denn der heutzutage? Immer noch das Gleiche. Immer noch das Gleiche. Ist ja noch hinter dem Mathe, ist ja noch für den antikapitalistischen Schutz, weil. Ja. Ja. Das weißt du nicht, ich halte die Fahne weiter in Höhe, weil unsere DDR muss weiter bestehen bleiben. Weil es kommen ja böse Einflüsse aus dem Westen. Mhm. Was die alles machen, was ich da gehört habe, Filme. Das Film dir zeigen, nur Gefallen und. Ja, also Sambo, was soll ich sagen? Schön, dass wir so einen Überraschungsbesuch bekommen in unseren Studios. Ja. Und ich hab's auch wiedererkannt. Ich hab's auch selber gebracht, wie man sieht, Hauptkommissariat Dresden-Ost. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab eine Menge Leute in den Räumen. Aber was man nicht alles tut für unser Vaterland, für die gute Deutsche Demokratische Republik. Ja. Hier herrscht noch Zucht und Ordnung. Das kann man so sagen. Und so soll's auch bleiben. Ach, und wegen dem Jungen da, macht ihr der Junge, ja. Keine Gedanken, weil wir haben den Eltern schon ein Angebot gemacht und der kann bei uns ein Praktikum machen. Oh, ich bin auch klein angefangen. Hm. Ich bin ein kleiner Praktikant gewesen. Ich hab die Wäsche gewaschen. Die Wäsche von den alten Stasi-Offizieren. Ja. Und jetzt? Ich hab's geschafft. Ich hab 32 Angestellte im Polizeikommissariat Dresden-Ost. Glückwunsch. Ja, da bin ich auch stolz drauf. Vielleicht schafft er es auch. Ja. Ich kann. Es ist ihm zu wünschen übrig. Sandro, gerne wieder? Ja. Danke. Grüß den Ricardo und die Familie, die daheim geblieben sind. Mach ich. Du auch. Und habe die Ehre. Alle, die mich noch kennen, ne? Ja. Dann die Jacqueline. Die Jacqueline werde ich grüßen von gerne, dir. Gerne wieder. Ne, auf ein neues. Ja. Habe die Ehre. Ja, dann schönen Tag noch. Wiederschauen. Tschüss. Ja, Praktikum? Wir können hier mal Hilfe gebrauchen. Moin! Till, hoi! Geht's? Lange nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall. Da sitze ich. Ja, danke. Oh,
Ja, viel zu tun. Du auch, ne? War gut zu tun, ein paar Projekte hier noch, ein, zwei Alben, an denen ich gerade arbeite. War Fiction war gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Die sind jetzt auch gerade wieder dabei, schon ein neues Album aufzunehmen und demnächst wollen wir das fertig machen. Sehr gut, sehr gut. Wir haben auch Bock, wieder was zu machen. Ich habe Skinger aus Nizza geholt oder Alice hat ihn auch geholt und jetzt sind alle wieder am Start. Felix ist dabei, wieder, wir wieder Texte schreiben, wieder produzieren und so mit Stevie diesmal. Ja, frisch. Und ja, wir würden gerne wieder hier bei dir aufnehmen. Ja, gerne, hab ich Bock drauf. War beim letzten Mal auch sehr lustig. Ich hab eine Idee. In der Schule jeden Monat ne Klausur, Leistungskurse, Mathe, Physik, ich hol knapp das Abitur. Yeah, 4-0 Digger. Und ich bin echt ein schlimmer Finger. Hab die Umfrage gewonnen, bin der Erste hinter Gitter. Jägermeister und Joints, Drogen zeichnen Images. Wenn du Rapper bist, erwarten sie noch Schlimmeres. Die ersten Gigs mit der Gang SK und jeder will Skings Kong und Jack One, unser Leben ist ein Actionfilm. Sea-Walk zu dem Beat aus der Bassbox. Wenn die Flaschen floppen und wir ziehen an unser Grasbon. Wenig später auf der Brücke dieser Geistesblitz. Ich muss aufhören oder sterben mit 27. Adi! Hey, was geht da? Ey, Adi, lass mich mal drüber springen! Spring, was läuft? Was? Alter, komm, ich schmeiß dich mal rum, okay? Ja, Mann! Ja! Wow! Geiler Trick! Ja, Mann, das ist ein Spaß. Komm, einmal hier, den hier. Ja, Mann. Wir machen wir andersrum. Zack! Oh! Ui, ui, ui! Ui, ui! Ja, Mann! Ja, Mann, Digga! Skin of Rap! Skin of Rap! Skin of Rap! Skin! Yeah! Yeah, yeah! Guck mal, voll das Logo, Alter! Ey, das ist der beste Mann, Digga! Lernten wir zu leben. In der Schule lernten wir zu lesen. In der Kirche verlernten wir zu beten. Und die Straße lehrte uns zu stehlen. In den Straßen von Lagenberg. In den Straßen von Lagenberg, Lagenberg. In der Hood lernten wir zu leben. In der Schule lernten wir zu lesen. In der Kirche verlernten wir zu beten. Und die Straße lehrte uns zu stehlen. In den Straßen von Lagenberg. In den Straßen von Lagenberg, Lagenberg. Straßen von Lagenberg. In den Straßen von Lagenberg. Ah, oh, das ist ein schöner Tag heute wieder mit Toni. Ich hätte mich da mal hingelegt. Ich steig das alles ein bisschen zu Kopf, die ganze Geschichte. Ja. Was Toni immer will. Sitz im Waschsalon und wasche deine Wäsche mit. Frag mich, was du machst und wo du bist. Unsere Kleider tanzen jetzt und sie vermischen sich. Und wenn du wieder kommst, ist alles frisch. Sitz im Waschsalon und wasche deine Wäsche mit. Frag mich, was du machst und wo du bist.
mischen sich. Und wenn du wiederkommst, ist alles Fisch. Ja, hallo. Hamilton hier, Richard Hamilton. Ja, genau der. Ich wollte Pizza bestellen. Und zwar 3 große Pizzen. Salami drauf. Pilze, machen sie schön scharf. Ein paar Pepperoni drauf. Ja. Wohin? Ja, hier zum Studio Make Your Way. In der Stadt, ja. Wie lange dauert das? Halbe Stunde. Sehen Sie zu, dass Sie da vorankommen. Halbe Stunde warten wir. Wenn wir 5 Minuten länger warten, dann können Sie gleich wieder fahren. Bezeichnet das Ganze gar nicht. Ja? Gut. Alles klar. Bis dann, Fitti. Halbe Stunde. Ey, yo, Digga, Mann! Hast du Pizza bestellt, Mann? Korrekt, Alter! Ey, Pizza ist richtig krass, mal, Mann! Ich liebe Waffel, Pizza, Mann! Ey, feiern wir voll die Hausparty, oder was? Lass mich nicht an, Junge! Ey, Digga, es freut mich richtig, Mann! Du bist richtig korrekt, Mann! Yay, Pizza! Hurra! Hi! Hallo, Judith! Ich richtig. Wie geht es dir? Willkommen! Dankeschön! Hast du das Drehbuch gerade da? Ja, das ist hier. Das kannst du gerne gleich benutzen. Sehr gut. Genau. Wie siehst du aus? Ich habe mein Bestes gegeben. Habe ich extra schick gemacht. Für gleich. Für gleich? Das. Hat Toni dir das nicht erzählt? Nee. Ja, ab sofort bin ich dabei. Ach. Ich singe. Du singst? Ja. Seit wann? Seit Anfang der Produktion des neuen Albums. Ach, das wusste ich nicht. Mhm. Ein dicker Schritt. Und hast du dich vorbereitet oder? So gut es geht. Ich weiß noch gar nicht, welche Schuhe ich anziehen soll. Vielleicht kannst du mir dabei helfen oder Make-up. Ich glaube, die Schuhe sind das geringste Problem. So. Wie meinst du das? Naja, also trittst du auch mit auf dann? Mhm. Und du spielst auch gleich mit? Natürlich. Okay. Wow. Respekt. Ne, die, also ist ja viel Verantwortung auch, ne, die Öffentlichkeit, was alles für das komplette Team auf dem Spiel steht. Für dich auch. Ja, so. Da habe ich mir jetzt noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Es ging alles so schnell. Ja, das ist immer so. Probier das doch erstmal aus. Also ich glaube, dass du das schaffst. So, ich habe dich noch nicht singen gehört, aber probier's auch. Ich habe auch so angefangen. Ne? Und man wächst mit jeder Herausforderung. Jedes Mal das erste Mal, ne? Ich guck mir ein paar Sachen bei dir ab. Ja, ich helfe dir auch gerne. Okay, komm, setz du dich erstmal und dann bring ich dir was zu trinken. Okay, ja. Genau. Und dann müssen wir gleich loslegen, ne? Bist du schon dabei? Ich wärme mich ein bisschen auf. Die ganze Musik von Skinks neuem Album ist endlich fertig produziert. Felix führt jetzt Regie in allen Musikvideos. Gedreht wird in Nizza, Osnabrück, Münster und London. Ach ja, London. Erinnert ihr euch noch an DJ Jackson? Der seit längerem vermisste DJ Jackson ist unter mysteriösesten Umständen wieder aufgetaucht. Doch über die genauen Vorkommnisse will der DJ partout nicht reden. Jeden Tag dieselbe Situation zwischen Frau, Kind und Job.
Haus und Hof, es gibt keinen Platz und nicht den Raum für Vision, 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 Vision. Steve, I really must say thank you for finding this wonderful location for our music. No, you're really welcome. When I knew about, you know, the project, the things you were doing, I just thought this place would be ideal. It's always a pleasure working with you. Oh, thank you. You're very kind. Always has been. Are you doing any singing on this record? Well, some, yes. Tony talked me into it. Yeah? No, I'm sure it sounds great. Well, your fans will be very pleased. Well, I don't want to disappoint you in the first place. Ah, you're welcome. And I think it's just a great project. I'm only too happy to help. You're welcome. Ja, Toni. Gut, Schatz. Das Album ist fertig. Alles ist abgedreht. Videos. Tolle Arbeit, muss ich sagen. Ja, vielen Dank. Wie geht's weiter? Ja, also ich will jetzt mal gucken. Ich habe das Design, ist alles fertig. Wir haben jetzt so eine Box erstellt. Wir werden mal gucken, ob wir die irgendwie noch einen Kooperationspartner finden. Vielleicht ein Label, ein Vertrieb. Irgendwas in die Richtung und Alice macht gerade den Promoplan und ja, Skin macht den Nizza Urlaub, der so ein bisschen da hängt rum. Ja, gucken. Den kennt man ja nicht anders. Ist das kalt oder was? Wow, wow, wow! Ohne Navigation, in der Hosentasche eine Vision. Ohne Smartphone, Laptop, ohne Verstrahlung, Spotify und Radio. Alles analog, ohne Hightech, volle Konzentration auf den Geist. Was wir sind, was wir werden, was wir sein wollen. Indigos, Indigos, Indigos. Die Erde, die Bühne, die Show beginnt. Wir sind Outdoors, Sectors und Regie. Action, One Shot, One Take. Wie damals bei Tony's Postcade. Sammeln diese Münzen über Mario Karten, alle springen in das Goldbad. Ohne Besitz, ohne Safe, denn wir teilen. Es gibt sowieso kein Deins oder Meins. Sechster Sinn, Indigo. Augen auf, Indigo. Deine Vision, Indigo. Nächste Dimension, wir sind Indigos. Sechster Sinn, Indigo. Augen auf, Indigo. Deine Vision, Indigo. Nächste Dimension, wir sind Indigos. Der Matrix im Flohenplan, die Revolution. Die Gegner sind unsere Dämonen. Die Gedanken wie gewohnt, Prison Break. Gefangen bis zum Toten dieser Welt. Rebellion, Rebellion, Indigo. Angst und Kontrolle, wer ist dieser Risiko? Wer nichts macht, macht doch niemand irgendwas falsch. Trotzdem werden die meisten geschieden und alt. Wer oder was hält uns jetzt noch auf? Die ganzen Ausreden, Schall und Rauch. Mach den Kopf zu und was siehst du jetzt? Was brauchst du für diese Existenz? Die Antwort kommt zu einem von alleine. Und sie ist meist ganz leise. Und sie ist meist ganz leise. Sie ist meist ganz leise. Dimension. Wir sind Indigo.